unglaubliche Intensität. Zu Beginn und da ist der Treffer. Yannick Milieu und macht eine Vorarbeit. Die Eisbären setzen den ersten Stich in diesem Spiel. Und es ist ein herrlicher Treffer, schnell gespielt. Und wir achten mal hier drauf, und zwar entscheidend dieser Vorcheck, der Scheibengewinn. Und dann unterstützen sie sich richtig gut, spielen das hinterm Tor rum. Leitet so die Chance für Nöbelzein. Nächster Abschluss! Und da ist der Treffer, Sekt Deutschland ist dran. Von der blauen Linie. So, Pföder lässt sich nach oben fallen, hier der Schuss. Und Boyczak, hast du 5 Feldspieler auf dem Eis? Obwohl du nur zu 4 drauf sein darfst. Dementsprechend jetzt ein 5-3. Und da ist es. Ich wollte es gerade sagen, Austin Ortega, der Ex-Eisbär, trifft nach 11 Sekunden bei 5-3. Wir haben die Zeitlupe nicht gesehen. Boah, gefährlich! Und da ist er drin! 24. Spielminute, Tor für den Spielstand. Das 30. Das holen die Berliner, also nur noch 17-13, verkürzt. Aus Sicht der Hauptstädter, gute Scheibe von Tobi Eder, quer vors Tor gelegt. Mit der Rückhand, jetzt der gute Pass und die Eis drin! Mit der Rückhand Richtung Tor. Und dann setzen die Eisbären sofort nach, holen sich die zweite Scheibe. Villieu setzt sich ab, findet den freien Raum da oben. Die Chance für Blaine Byron. Und jetzt, spätestens jetzt, ist der Deckel drauf. Oder auch wenn im Eishockey viel passieren kann, aber das wird es gewesen sein. Da stören die Eisbären konsequent den Spielaufbau der Münchner. Man kann schon auch dafür sorgen, mit so einem Sieg so ein Statement zu setzen und so einen Gegner dann weiter in eine Krise zu schicken und zu distanzieren. Und da ist das 6-1. Hier, wir gucken mal, Leo Pföderl. Das Bulli geht nach hinten über Marcel Nöbels. Und dann hat er auf der linken Seite. Langquist. Schöner Pass auf den langen Pfosten. Und das 2-6. Markus Eisenschmidt. Die Jungs wissen natürlich auch, dass die Messe hier gelesen ist. Aber klasse Vorarbeit, klasse Auge. Und dieses Jahr kann man sich wieder auf eine tolle Saison in Berlin freuen. Da kann und werde ich dir nicht widersprechen. Und auch Serge Bon. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.